Willkommen zurück hier aus den Schwarzwurzelgängen. Oder wie heißen sie? Schwarzwurzelgänge? Ja, tatsächlich. Im letzten Part haben wir uns schon teilweise das angeguckt hier. Wie man sehen kann. Und ja, jetzt fehlt uns noch dieser komplette untere Bereich. Und ich würde sagen, wir werden nicht viel Zeit verlieren und direkt mal da reingehen. So, verlorener Hain. Alles klar. Hat sogar einen Eigennamen. Okay. Und oh. Das habe ich gar nicht mal gesehen. Ja, sollten wir mal... Nur mal so, schnell. Okay. Ich muss also einmal hüpfen. Ups. Nee, ich muss tatsächlich einmal durchrennen. Obwohl... ja, perfekt. Okay, ich habe es geschafft. Die Frage, alles klar, ich kann hier nirgends weiter... Doch, irgendwie scheint mir so, als könnte ich da rein. Nein, tatsächlich nicht. Ah, ja, das war jetzt Glück. So, das brauche ich mal, denke ich, nicht. Ups. Obwohl, vielleicht doch. Ups. Hilfe, meine Güte, was geht denn ab? Alles klar, damit kann ich nichts machen. Aber ich komme hier locker durch mit meinem Triple Jump, ja. Die Frage ist, wie ich da hochkommen soll. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich wollte auch nicht zuerst hier längs, sondern tatsächlich mir zuerst die Fähigkeit holen, die man hier links, wie man schon sehen kann, leider nur bekommen kann. Oh Gott. Oh. Ja, und ich weiß jetzt leider gar nicht, ob ich hier durchkommen kann. Sehr schön. Das hat tatsächlich funktioniert. Wow. Komm her. Sehr schön. Ich bin gespannt. Na, ich komme hier tatsächlich auch nirgends durch. Dachte ich mir eigentlich. Aber gut, dann halt eben nicht. Also meine Ruhe. So, weg mit dem Frosch. Und hier unten auch nochmal speichern. Komme ich da durch? Ah, mit Sprinten. Ja, ich sehe schon. Oder schaffe ich das? Ja, puh. Ich würde gerade sagen, ja, man kann schaffen, aber hey, da habe ich es auch schon. Das ist super. Leider noch kein Fähigkeitspunkt, deswegen muss ich hier weitergehen. Und wow, es ist einfach mit Abstand das schönste Gebiet, in dem wir je waren. Muss man einfach mal sagen. Hoch komme ich deshalb nicht. Nein, leider nicht. Alles klar. Oh je, ja, das... Habe ich leider schon vermutet, dass das passieren wird. So, weg damit. Die Erfahrung gönne ich mir von dem. Ich auch nochmal speichern. Oh je. Ja, ups. Ja. Geschafft. Jawohl. Oh mein Gott. Ja, das habe ich jetzt nicht beachtet. I'm sorry. Aber so geht's ja ganz easy. Das Ding ist, ich muss jetzt nach oben... Alles klar, und ich bin hier ja sicher. Ich kann ja auch mal kurz bleiben, ja. Uiuiuiui. Meine Güte. So, mal gucken, wo mich das hinführt. Hier nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier hin soll, aber ich gehe jetzt einfach mal. Ah ja, scheint richtig zu sein. Eine weitere Erinnerung. Super. Licht und Dunkelheit im Unschuld geboren. Und obwohl sie lichtlos war. Wurde eine Freundschaft geschlossen. Doch die entstandene Bindung wurde schon bald getrennt. Wieso denn? Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Da oben ist tatsächlich nichts, willst du mir verzählen? Alles klar, ah. I see, alles klar, der muss mich abschießen, damit ich da hochkomme.
Ah, oder mit dem da natürlich. Da geht's auch. Geh mal weg, Vogel. So, oh. Ich weiß nicht, ob ich hier längs muss. Ich guck mal. Nee, tatsächlich nicht. War irgendwie ja klar, oder? Aber egal, mit dem Triple Jump kommt man hier Gott sei Dank hin. Kann ich nochmal speichern und wir gehen hier durch und gucken, warum wir nicht die Freundschaft halten durften. Verstehe ich nicht so ganz, aber mir scheint so, als würde ich jetzt schon die Fähigkeit bekommen. Die Verbindung ist auch wieder aktiv. Oh ja, ich komme hier tatsächlich hoch, aber da ist leider nichts. Na gut, dann ab nach unten. Aha. Ja, passiert leider nichts. Sehr gut. Dann, Ori, gönn dir bitte die neue Fähigkeit. Ich bin gespannt. Es gibt ja nur noch zwei. Sol konnte unser Licht werfen. Selbst im Dunkeln konnte sie sehen. Sie lebte in diesem Hain, doch jetzt ruht sie in Frieden. Alles klar, weiß ich noch nicht so ganz, was das sein soll. Ich hoffe auf eine, und zwar nicht das Schießen, sondern das andere. Mal gucken. Es ist das Schießen. Du hast den Lichtstrahl erhalten. Nutze die Fähigkeit, indem du L drückst oder hältst und somit einen Lichtstrahl wirfst. Oh, schade. Ich habe eigentlich auf die andere Fähigkeit gehofft, weil da konnte man so einen Boost nach oben machen. Aber gut, dann testen wir das doch mal aus. Zack. Das ist cool. Finde ich recht gut. Jetzt die Sache. Ich muss irgendwie wieder hochkommen. Weil da sind wieder so kleine Teile und keine Ahnung, ob die was machen. Schön, dass der jetzt wieder seinen Glanz strahlt. Das finde ich super. Ah, alles klar. Können wir das jetzt schon mal ausnutzen? Och, komm. Ja, so kann ich das machen. Alles klar, sehr schön. Wird die runtergefahren und aha, da oben geht's weiter. So. Lass uns mal bitte in Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich brauche ihn. Nein, warte, hier. So, Moment. Oh je. So, vielleicht. Ah, ein bisschen stärker. Jawohl. Und das öffnet sich der Weg. Heißt, sehr schön, wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Aber was ich euch ganz vergessen habe zu sagen, ich wage mich jetzt mal wieder auf den Schwierigkeitsgrad normal. Denn die Gegner werden sonst echt zu leicht, muss man einfach mal sagen. Und ein Schuss verbraucht echt viel von diesen Dingern, deswegen belasse ich es jetzt mal dabei. So, wo bin ich denn jetzt? Alles klar, jetzt komme ich bestimmt auch zu den Punkten. Kann ich mir gut vorstellen. So, Hallöle, na du. Alles klar, da hoch. Sehr schön. Aber ich muss anscheinend eine Fackel auslösen. Und mal gucken, ist die hier? Nein, die ist da oben. Alles klar. Ja, oh, nein, 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 jawohl, der ist stets an meiner Seite, der gute Vogel. Ich brauche ihn nämlich, um hier hochzukommen. Jetzt darf er leider sterben. Ach, komm jetzt. Ich werde doch eh nicht ausgerottet. Oh no, das wollte ich nicht. So, rüber. Ah, alles klar, mit dem komme ich wieder nach oben. So, perfekt. Mal mit links. Ich glaube, ich muss das Schaukeln ausnutzen, oder? Nee, ich kann es zerstören. Ah, okay. Na dann absolut kein Problem. Und wir können auch diesen Weg öffnen, der uns zu einem, was jetzt keine Überraschung werden wird, einem Fähigkeitspunkt bringt. Ja, sehr schön. Fähigkeitszelle erhalten. Und worauf sparen wir gerade auch die 3 immer noch? Schade. Aber ich werde schon sehen, die versteckten Bereiche. Ermöglicht es dir die Gäste, 2 Ziele auf einmal zu treffen. Das ist auch praktisch, aber das gehen wir dann einfach danach rein, ne? Habe ich schon gespeichert? Ich mach's lieber nochmal. Alles klar. Okay, ja, dann können wir jetzt schon eigentlich nach unten laufen. Bin ja gar nicht stärker geworden, obwohl es sich so anfühlt. Oh je. Jawohl, ich komme hier hoch. Perfekt. Dann haben wir alles in dem Bereich und können wieder zurückgehen. So. Oh mein Gott. Ja, jetzt hat nein. Ach. Naja. So, alles klar. Hier kann ich dann auch nochmal. Ja, ich denke mal, der Rückweg wird nicht allzu schwer. Ach so. Jetzt, ha?
Bin ich nämlich auch wieder voll. Jawohl, ja, so um einiges einfacher, aber ist irgendwie auch logisch, findet ihr nicht? Und weg mit dir, Frosch. Wow, die fliegen immer so schön hoch. Geh mal weg. So, perfekt. Ah. So, wow, hier ist auch wieder so eine Statue von so einem Typ, ne? Ich weiß aber nicht, ich glaube ja, dass mir jetzt die Fähigkeit hier weiterhelfen wird. Ich kann ja mal gucken. Das Ding ist, ich sehe halt nichts. Naja, zerstören kann ich die leider nicht. Okay, hier brauche ich tatsächlich eine neue Fähigkeit zu. Oder ich kann mal... Na, der Frosch stirbt ja an den Dingern, ne? Das Problem. Aber okay, dann müssen wir jetzt immer die Fackeln suchen. Ist hier oben eine? Ich weiß es leider nicht. Ups. Ach, egal, kommt, wir gehen jetzt weiter. Upsi. So, ich speichere einfach hier oben und dann können wir da runterspringen. Darüber. Ganz langsam und geschmeidig. Komm her. Oh, stimmt, der hat ja sogar eine Reichweite. Ich muss ja immer hin und her laufen bei dem, stimmt ja. Habe ich vergessen, Mann. Also mit den zwei auf einmal, das ist bestimmt sehr schön. Freue ich mich auch drauf, wenn wir zwei Erfahrungspunkte haben. Darunter gehe ich jetzt mal, glaube ich, nicht. Nee, wir gehen zuerst hier längs, alles klar. Okay, dann muss ich warten und let's go. Ach, ich bin noch gesprungen. Aber egal, das ist nicht schwer. Oh. Ah, perfekt, hier ist auch der Punkt. Ja, wie gesagt, ohne Ding hätte ich das niemals geschafft. Ohne... das hätte ich ja niemals gefunden, ohne die Map. Deswegen gut, dass wir sie haben. Sehr schön. Dampfattacke muss man ausnutzen. Das ist doch wieder ein Fähigkeitspunkt, oder? Den ich hier schon riechen kann förmlich. Denn drücke X. Ah, wie cool. Oh mein Gott, das ist ja richtig geil. Ja, aber ich kann auch eigentlich meinen Triple Jump einfach nutzen. Deswegen, why not? Ne? Ja, eben. Ich weiß, wie es gemeint ist, aber das ist mir zu hart, muss ich sagen. Deswegen belasse ich jetzt einfach dabei so, hey, ich habe einen Triple Jump. Dann muss ich das ja nicht machen. Das hole ich mir mal. Sehr schön. Ach, ich wollte doch dagegen springen. Ach, knappes Ding. Uiuiui. So, hier, so kann ich am besten alle Gegner treffen, deswegen mache ich das so. Okay, und ja, jetzt geht's ja auch schon runter, ne? Am besten hier zuerst hin. Das Ding ist bloß, ich glaube, ich komme da noch nicht hoch. Oh. Moment. Muss ich, kann es sein, dass ich alle besiegen muss? Na, so ist viel zu schwach. Okay, noch ein Stückchen. Achso. Muss ich warten, bis der Typ wahrscheinlich kommt. Weil ich denke, dass ich das du alle Frösche besiegen muss. Wann kommt denn der? Jetzt kommt der. Komm, 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 komm. Was? Das hat ihn nicht getroffen. Willst du mich verarschen? Okay, ich sollte vielleicht nicht mit diesen Kugeln so rumspielen. Okay, ja, dann ist wieder ein Fähigkeitspunkt. Ich denke halt, dass wir es so machen müssen. Beziehungsweise, ich probiere es jetzt mal so aus, wie das Spiel es mir vorher erklärt hat. Gerade runter. So. Ich weiß nicht, oh, okay, ich bin One-Shot da drauf. Ich sehe, das haben die mit Absicht gemacht. Ups. Damit ich halt das nicht machen kann, wie ich es gerade machen wollte. Ja, alles klar. Dann löse ich es mal so, wie man es machen soll. Ich probiere es so zu lösen, wie man es machen soll. Ja. Come on.
So, der wird jetzt erstmal besiegt. Wir kommen bloß in die Range. Sehr schön. Kann ich dich nicht so besiegen? Nein, tatsächlich nicht. Ah. Alles klar. Ja, perfekt. Habe ich ihn getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend nicht. Alles klar. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, und ich hatte recht. Perfekt. Das Tor öffnet sich. Ich habe jetzt bloß keine blaue Energie mehr. Ist eher weniger gut, aber Hauptsache ich komme hier durch und erlange auch noch einen weiteren Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Jetzt können wir auch die zweite Skill-Dings hier abschließen. Und zwar ermöglicht es der Ori, durch Wände zu versehen und besteckte Bereiche zu sehen. Perfekt. Zwei Drittel, schon mehr als zwei Drittel sogar geschafft. Und perfekt. Sehr gut. Dann haben wir jetzt hier auch alles und gehen mal nach unten. Nutzungsmeister ist der Erfolg, den man für den Skill komplett darauf bekommt. Alles klar. Jetzt wollte ich zuerst mal hier kurz hin. Aha, hier ist nur so ein Zwischenstopp. Boom. Boom. Wow, ist das schön. So kann man die ja viel leichter besiegen. Einfach drauf spammen. Stampfmeister. Sehr schön. Was ist denn das da? Oh Gottes Willen. So, hoch da. Ah ja, I see. Hey, wieso geht's denn jetzt nicht mehr auf? Oh, ich muss da draufstehen. Alles klar. Oh. Falsche Taste. Alles klar, I see. What to do? Das Ding ist, ich habe nicht so viel von dem Blauen. Jetzt müsste es doch passen, oder? Nee. Nicht? Schade. Jawohl, aber jetzt, puh. Gott sei Dank, das öffnet mir den Weg. Sehr schön. Das war tatsächlich das, was man machen musste. Okay, dann sage ich mal nichts, ne? Dachte ich eigentlich nicht, dass ich das hinbekomme. Oh, schon wieder du. Oh, ist das schön. Ah, das war es auch schon wieder, weil wir einen weiteren Fähigkeitspunkt haben, den wir jetzt endlich mal gleich benutzen können, ne? Ja, ermöglicht es dir, mit der Geisterflamme zwei Ziele auf einmal zu schießen. Und jetzt brauchen wir anscheinend schon wieder zwei. Oh je, mine. Naja, ups. Komm bloß her. Lieber Frosch. Sehr schön. Ich sehe jetzt noch gar keinen Unterschied, aber ich denke mal, das kommt auf jeden Fall noch. Ah ja, ich muss alle Gegner besiegen, ich sehe schon. Dann lass mich mal hier hoch. Oh, das ist echt, das ist ja ein krasser Unterschied, das hätte ich nicht gedacht. Wow. Wo bin ich? Ah, hier unten, alles klar. Serious? Ah, ich kann ihn noch besiegen. Oh Mann, oh Mann. Komm, schieß nochmal. What? Ich kann die nicht benutzen? Okay, dann muss ich wohl nochmal zurück. Kann ich mir nochmal das Blaue hier holen? Speicher mal. Ja. Gut gemacht, würde ich sagen. Ja, perfekt, das klappt. Wieder nur mehr, der Triple Jump rettet mich. Gut. Hier ist eine weitere Fackel, ich sehe schon. Aber die hole ich mir jetzt ganz easy. Einfach mal so. Das ist schon sowas, ne? Ja. Perfekt. Komm, lass mich nochmal da hoch. Ich muss den besiegen. Jawohl. Frosch ist auch down. Und ich besiege sie einfach alle, ganz ehrlich. Warum auch nicht? Jetzt geht es ja umso schneller. Das ist echt ein krasser Unterschied. Ich freue mich, dass ich das jetzt habe. Und ich muss hier runter. Oh. Ich sollte auch mal wieder speichern. Aber auf alle Fälle einfach mal, würde ich sagen. Hier komme ich noch nicht durch. Alles klar. Beziehungsweise habe ich hier was verpasst, weil da ist so eine Konstruktion. Ah, nein. Alles klar. Dann nichts wie runter. Ich brauche ich eigentlich nichts. So. Aber ich merke auch, dass es jetzt auf jeden Fall stärker geworden ist. Ich weiß nicht, ob ich mir das so einbilde, aber mir kommt so vor, als wäre ich komplett stärker.
Alles klar, das sieht hier wieder sehr, sehr schön aus. Komme ich aber auch noch nicht weiter. Okay. Dann muss ich wohl erstmal die Piranhas hier töten oder keine Ahnung. Ja, da ist noch einer. Und da kann man noch rein, oder? Ja. Oh Gott. Erfahrener Erforscher. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht, was der Erfolg mir bringt. Oh Gott, Ori. Gut, dass du durchkommst und gut, dass du unendlich Erfahrungs... unendlich Dinger hast. Du weißt schon, ne? Luft habe ich ja geskillt. Und ich hoffe mal, dass es nicht knapper... Ja, es ist eigentlich genauso, wenn man ehrlich ist. So. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hier lang gehe. Vielleicht ist es der Weg zu diesem Erfahrungspunkt, den wir gerade auf der Karte gesehen haben. Kann ich mir vorstellen. Oder? Ja, tatsächlich. Tatsache. Okay, heute läuft es mal wieder gut mit den Fähigkeitszellen. Die kriege ich ja ganz gut. Achso, stimmt. Ich brauche 2. Ha, aber dann haben wir die schon mal. Und die Grotte schließen wir gerade echt gut ab, bis auf diesen einen. Warum habe ich mir den nicht geholt? Wird schon seine Gründe haben, würde ich sagen. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Ach, die Musik. Ich weiß gar nicht. Ich kann so viel über diese Musik in diesem Spiel reden, weil die einfach so super schön ist. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Oh, natürlich ist das nicht gleich getimed. Aber hier werde ich jetzt ohne Probleme durchkommen. Ja, das erste Mal, wo es nicht allzu knapp ist. Ah, und ich komme tatsächlich auch nur hier weiter. Soll ich das schon wieder benutzen? Alles klar, mache ich halt dann mal. Ah, komm her. Perfekt. So. Hier speichere ich dann auch nochmal, weil ich glaube, ich bin immer noch One-Shot bei diesen Teilen. Ah, oh je, das war ein Fehler. So muss ich nämlich nicht dahin kommen. Was hat das verändert? Ach, das schließt es einfach nur. Alles klar. Ups. Ich sehe schon, den Weg hier aufmachen, indem ich eine schöne Konstruktion baue. Ich denke mal... Nee, das war es tatsächlich nicht. Oh, ab nach oben. Ah, wow, die Area, wie auch immer. Die gefällt mir einfach super gut und das merke ich immer wieder. Ah, okay. Es ist hier sowas. Okay, jetzt sollte ich aber hier sowieso hochkommen. Ja, und doch noch nicht einen weiteren Fähigkeitspunkt, denn ich muss anscheinend irgendwie ein Tor öffnen. Blöd, dass ich nicht weiß wie, ne? Oh. Gott, war das dumm. Oh je, Mine. Ich wollte mal wieder links A drücken, aber ja, wie ihr sehen könnt, hat das nicht so ganz geklappt. Zack, ja. Aber es sollte direkt passen, ja, perfekt. Wird erstmal hier oben gespeichert. Denn ich glaube, dass ich da hoch muss und jetzt L drücken muss. Ja, ein kleiner. Perfekt. So, und hier kann ich den Schalter umlegen, der wahrscheinlich alles uns öffnet. Perfekt. Eine weitere Fähigkeitszelle. Heute wow. Ich weiß gar nicht, was ich sonst zu sagen soll. Einfach nur wow. Heute läuft's gut. Bin nochmal gespeichert, denn wir können schon in den nächsten gehen. Ultralichtstrahl erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Das finde ich gut. Achso, vielleicht nicht so allzu stark. Noch ein bisschen nach oben. Perfekt. Man sieht ja sogar... Ach, ich kann jetzt durch die Wände sehen. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, man sieht es ja sogar. Und dann ist mir so aufgefallen. Oh, stimmt ja. So, beide auf einmal treffen. Wer kennt's nicht? Den hole ich mir jetzt auch noch. Sehr schön. Kann ich mir mal gönnen, ne? Hier sehe ich es auch direkt. Perfekt. Ach, und dann mache ich gar nicht hier den Weg auf, sondern einen anderen. Oh, okay. Aber warum kann ich nicht einfach den hier aufmachen? Muss ich das verstehen oder nicht? Komm schon, warum muss ich jetzt einmal außen rumlaufen? Ah, doch nicht, muss ich nicht, Gott sei Dank. Uiuiui. Weg mit dir, sehr schön. Und dann können wir speichern und dort links reinlaufen. Okay, ja, jetzt, also das Gebiet schaffen wir heute tatsächlich noch fertig. Das dachte ich eigentlich nicht. Aber finde ich gut. So, jetzt kommt wahrscheinlich wieder Story, ja. Wir geben uns immer weiter in den Bau rein. Und ich finde es so toll, dass wir dieses Gebiet anschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch so geil wird. Weil der Anfang war echt blöd, aber... Oh mein Gott, wie schön.
Nach seinem Abschied ging sie und kehrte nie zurück. Oh je, ich hatte leider gerade ein sehr, sehr schlechtes Déjà-vu. Auch wenn sie aus unserem Wald verschwunden sind, haben wir keine Zeit zu trauern. Erinnere dich an jene, die dahingeschieden sind. Dann werden sie ewig weiterleben. Erfolg, der Kreislauf, oh je. Es hatte echt gerade ein Déjà-vu, aber gut. Ich glaube, hier kommt tatsächlich nichts mehr. Wir sind jetzt einfach durch, würde ich sagen. Ja, oh, ist der Bau schön. Wow, wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Es ist schön, was sie hier sich aufgebaut haben. Wir entfalten dieses Ding auf jeden Fall. So, und dann sind wir jetzt durch mit den Schwarzgürtelgängen. 97% haben wir uns angeguckt. Man sollte doch jetzt eigentlich sehen, wo wir nicht waren. Aber ich sehe da nichts. Ja, nur halt dieses eine Erfahrungsdings. Aber ich glaube nicht, dass wir das heute schon bekommen können. Warum wir das nicht geholt haben, das ist mir noch so ein bisschen unklar. Aber nun gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen dieses sehr schönen und storylastigen Parts, aber ich fand ihn richtig schön. Diese Schwarzgürtelgänge sind auf jeden Fall mein Favorite aus dem ganzen Spiel bis jetzt. Aber es ist ja noch nicht zu Ende, deswegen wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir endlich wieder der Hauptstory folgen. Bis dahin und ciao!